Mit ihren 26 Jahren hat die Lützebäuer Schauspielerin Laila Schaus schon so manches Opweises. Am Kino hat ihn hat unter anderem am Hot 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 von Beryl Kolz und am Film Hysteria von Tanja Wechsler gesehen. Mehr auf den Theaterbühnen als Laila Schaus schon lange kein Unbekannten mehr. Wir wollten von ihm wissen, wie hat sich selber als Schauspielerin gesagt, aber wie hat eigentlich aus. Ich gehe so, dass ich eine ganz vulnerable Person bin und eine Person, die keine Angst hat. Respektiv schon Angst und ich mangel zu wissen, sie zu detektieren, um darüber wegzukommen. Und was ich am Anfang sicher als in den, dem ich über meine Limiten herausträgt, und ein Sohn, wo ich nicht mehr meinen Komfort sehe. Und ich meine, dass ich da, dass ich vulnerabel als Person bin, und versuche, ehrlich mit mir selber zu sehen und mit meinem Entourage. Und dass ich keine Angst habe, wenn ich mich über die Kippe gehört. Schauspieler ist kein 8-Stunden-Job. Da sitzen Akteuren daheim, um ein Telefon zu werden, den nicht könnt. Laila Schaus hat eine persönliche Taktik entwickelt, für das Idle-Perioden zu überbrücken. Es ist nie einfach Zeit, denn es muss, weil immer. Und irgendwie könnte es immer ein Extremer, dass er niemand schafft, also niemand viel schafft, oder regelmäßig schafft, oder man hört im Moment, wo ihn das nicht tut. Und ich für mich fand, dass Routine jemand wichtig für mich ist, dass ich morgens dieselbe Zeit aufstehe, dass ich anfange mit Molen. Molen ist etwas, was meine Stabilität geht innerhalb von der Phase, wo ich dann an einem Weg sehen soll. Und dann ist dann etwas, wo ich mich drunter halte, wo ich mich dann auch kann zurückziehen kann. Und mich selber ohne, weil da, wo ich da Kontrolle über meinen Agent schaffen habe, am Platz beim Telefon zu sitzen und zu warten, dass ich ihn auch wieder sieht, hey, du kannst rauskommen. Glück ist für die junge Aktrice nicht abstraktes, glücklich zu sein als ein Zustand, für den ihn alltag oben nichts kämpfen muss. Für mich persönlich ist das, wenn ihn einen innerlichen Frieden aus sich gefunden hat, was immens hart arbeitet ist und wo ich persönlich alltag drin schaffen und meine ich auch nicht. Also ich meine nur nicht, dass die Arbeit die werde River sehen. Voilà, weil immer etwas nur dem ich streben kann. Und ich meine, wenn, solange ich das nicht tut oder der Recherche von dem ist, also für mich auf jeden Fall, dass ich dann nicht, dass ich nicht am Höhepunkt von meiner von glücklich sehen kann. Ein voller Saal aus dem Laila Schaus Leber, wie just der pure Zuschauer, hat erklärt, für was das so ist. Weil dann eine bestimmte Energie an dem Saal ist, wo es zurückkommt. Weil ich fand, natürlich, es geht den eins mit allem, aber das natürlich, wenn ich spiele, und es geht den natürlich Energie von sich raus an das Publikum. Aber wenn da viele Leute da sind, dann da schicken sie das zurück. Und das ist so ein Ping-Pong-Spiel, was immens interessant und faszinierend ist. Und voilà, wenn das nicht ist, dann schickt den Energie raus und dann ist so ein Ensemble wieder, so ein schwarzes Dach. Was dann einfach mich anstrengend ist, mir bon, und gehört doch dazu, das eben nicht immer Full House.